Hallihallo Leute, da sind wir wieder und mit dem Sumaria-Stab machen wir uns direkt auf, können auch schon direkt das erste Rätsel hier lösen. Ich denke mal, da wird es den Kompass für geben, den ich noch nicht habe, was sehr untypisch für Zelda-Spiele ist, ehrlich gesagt. So, nee, einen Schlüssel, okay. Ist auch okay, ist okay. Da werde ich nicht pissig. Damit kann man auch Gegner angreifen. Hier geht es nur zu dem. Zur. Truhe. Nicht Truhe. Endbossraum. Endgegner. So, dann können wir. Hier runter. Da war dieser Sprungscheiß, den ich als erstes festgestellt habe. Und her ist das gut. Von denen werde ich zu gerne getroffen. Das müsste ich mir mal abgewöhnen. So. 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 Und jetzt können wir da drauf springen. Sehr schön. Ich glaube, die kann man auch kaputt kriegen, irgendwie, wenn man die ein bisschen abfuckt. Bringt mir das was? Nee. So. Ja, scheiße. So, scheiße. Oh. Nochmal Glück gehabt. So. Ach, ernsthaft jetzt. So. Ernsthaft jetzt. Komm, schieß. Oh, ich hätte darauf verwetten können, dass ich wieder umstellen muss. Von jetzt. Ah, okay. Gibt's denn? Und so. Und noch ein kleiner Schlüssel. Ich würde fast behaupten, man braucht hier nicht alle, die ich gerade sammle, sondern dass man, wenn man das kennt, sicherlich ein paar Türen auslassen kann. So viele, wie ich hier gerade kriege. Aber das tue ich nicht, deswegen tut es mir leid. Sammeln wir Schlüssel im Überfluss. So. So. Und Sprungsatz und Sieg. Spielsatz und Sieg. So. Ganz einfach. Direkt mal beim ersten Sprung geschafft und da auch wieder beim ersten Sprung reingesprungen. So lobt man sich das. Das war knapp. Und das war so dumm. Ich hätte an sich speichern können. Das mache ich auch, glaube ich, gerade. Oh, wobei ich dann nicht weiß. Sichern. Sichern und Ende. Das mache ich jetzt mal. Das müsste eigentlich mich jetzt ans Anfang vom Dungeon setzen. Ja, sehr schön. Und dann gehen wir hier direkt weiter. Dann brauchen wir den ganzen Mist gar nicht mitmachen. Das war jetzt Speedrunner-like. Abkürzen like a boss. Keine Ahnung, was das hier für eine dumme Aktion ist. Ja, hier ist der Kompass dann, okay. Trotzdem relativ spät. Und jetzt mit drei Schlüsseln. Wobei, eigentlich müsste ich die alle brauchen, weil so viele Schlüssel sind einfach nicht normal. Jetzt fällt das runter. Oh Mann. Scheiß drauf. Einfach mal schnell hier durch. Das ist eigentlich auch cool, dass dieses Dräge-Shit die immer trifft. Na, jetzt verkackt. Jetzt haben die verkackt, wollte ich sagen. Na komm schon. Boom. Und keine Herzen. Ich will Herzen. Ich will Herzen für den Endboss. Ich würde mal auch glatt behaupten, man kann gar nichts mit dem Sulfuron-Stab. Sumaria-Stab heißt er. Sulfuron. So, genau, und so habe ich den letzten genannt. Richtig dumm. DUHM. Sulfuron ist von WoW. Boah, ich bitte dich. Boah. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gebracht hat. Aha.
Aha. Da ist der erste Schlüssel zum Einlösen. Ich hätte echt mal langsam gerne wirklich den. Okay, dafür brauche ich jetzt das rote. Ich gucke kurz auf die Karte. Oben und links können wir. Oben komme ich natürlich durchs rote. Ja, okay. Gibt alles Sinn. So. So. Dieser optische Bug, wenn diese Dinger da unten sind, die Säte, mit der Harfe geht mir ein bisschen auf den Sack. Ach du Scheiße. Ja, greif mich noch öfter an, bitte. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich nicht weiß. Da muss ich kurz überlegen. Ja, er trifft mich überall. Das ist egal, da brauche ich auch nicht versuchen auszuweichen. So. So. Das rote kann ich da nicht lassen, das geht nicht. Das heißt, ich muss das blaue machen. Um dieses blaue dahin zu kriegen, muss ich allerdings da. Jetzt ist mein Spiel hängen geblieben. Okay, das ist mir schon mal passiert. Kein Spaß. Das ist mir schon mal passiert. Ja. Funktioniert das hier? Nein, das funktioniert nicht. Okay. Dann beende ich das hier erstmal provisorisch. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kommen bis zum Endboss in dieser Folge, aber tun wir nicht. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich spiele dann wieder bis hierhin. Das war ja jetzt nicht viel, habt ihr ja gesehen. Macht das gerade so schnell genau nach. Und dann sehen wir uns in dem Raum hier oder so. Mal schauen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.